Ich habe da im Netz unglaublich viele widerliche Dinge gesehen. Ja, Dinge, denen man, wenn man ein Stück weit Vernunft und Menschlichkeit im Geist hat, entgegentreten muss. Und das habe ich auch immer wieder aufs Neue getan. Weil Vernunft braucht ein Stück weit, muss auch wehrhaft sein. Also Vernunft muss wehrhaft sein. Es gibt ein wunderbares Wort von Voltaire. Es gibt keine Tugend ohne Kampf und keine Freiheit ohne Mut. Dem muss man entgegentreten. Kluge Worte, würde ich sagen, die ich gerne unterstütze. Aber wir würden auch ein bisschen so mit der Ausstellung, gerade jetzt mit der letzten sozusagen, mit der großen, die auch sehr bekannt geworden ist, gab es ja wahrscheinlich auch Anfeindungen und vor allem Hate Speech in der Richtung. Wie bist du dem da begegnet? Ja, also mein Bruder und ich, wir haben Mails bekommen, da stand dann drin, Füße abhacken, Hände abhacken, Ohren abschneiden, Augen ausstechen und an den Hoden die Glienicker Brücke runterlassen. Ja. Das ist unangenehm, das sind Mails, die wir dann der Polizei übergeben haben oder der Staatsanwaltschaft, aber also ich bin ein robustes Arbeiterkind, bin früher auf Bäume geklettert, auf Bunker geklettert, bin relativ mutig und ich lasse mir von solchen Idioten, ja, von solchen Leuten, lasse ich mir meine Überzeugung nicht abkaufen. Ja, okay, das finden wir auf jeden Fall auch super unterstützenswert und auch eine gute Meinung und eine gute Haltung zu diesem Thema. Und jetzt sind wir ja sozusagen wir fünf Jugendlichen bzw. sechs Jugendlichen, zwei nochmal in Brandenburg unterwegs. Und wie ist da so dein O-Ton zu? Meine Bitte was? Dein O-Ton, dein Statement zu unserer Tour. Ja, also Hass und Gewalt muss man entgegentreten. Und ich finde die Grundidee dessen, was ihr da macht, richtig gut. Also dieses Land braucht mehr engagierte Menschen. Couragierte Menschen. Ja. Also mein Bruder hat mal auf eine wunderbare Art und Weise formuliert, Zivilcourage bringt bessere Lehrer hervor. Ja, und zivilcouragierte Journalisten schreiben besser. Und Menschen mit Zivilcourage, die Dinge tun wie ihr, nämlich aufklären und dem Hass entgegentreten, die braucht unser Land. Ihr seid die wahren Goldstücke. Super. Vielen lieben Dank. Und danke auch, dass wir heute hier bleiben können. Und wir hoffen, dass wir zusammen dann weiter für das Thema einstehen. Ja, vielen Dank.